Übergang gemacht und dann klappt es nicht. Ja, wo auch immer du herkommst. Ach, alle Monster sind jetzt neu wieder da, oder was? Weil ich jetzt hier raus war, oder wie? Ja, das war jetzt gerade wieder Lärm. Wenn ihr wisst, was das ist, sagt es mir bitte. Oh, und da haben sie schon wieder hier Dingens gemacht, ne? Oh, hier ist erstaunlicherweise keiner. Aber wir nehmen noch den Dingens. Das nehmen wir auch wieder mit. So, jetzt kommen hier noch ein paar Millionen. Jetzt können wir auch den Ork-Kriegshammer mitnehmen. Muss gerade mal gucken, was wir denn jetzt schon alles ausgekriegt hatten. Ach, das war's jetzt. Okay. Gut, dann waren wir hier anscheinend fertig. Dann würde ich mal ganz schnell sagen, dass wir jetzt mit der IMC-Intervention kommen wir jetzt wahrscheinlich nach Aldruhn. Und dann müssen wir nur noch zum Griechen. Oh, Leute, das ist so cool. Also jetzt, unser Rüstungswert ist 49. Und wenn ich die anderen Stiefel anziehe, ist der 54. Aber ich laufe lieber schneller. Und jetzt ist wirklich, jetzt ist das Spiel einfacher. Jetzt ist es richtig cool, das Spiel. Sprecht zu mir. Ja, das Spiel ist sowieso schon richtig cool, aber jetzt ist unser Charakter besser ausgerüstet. Und jetzt es auch. Wolltet ihr etwas? Ja, klar, Caldera hat ja keine Flickschreiter, aber ich war gerade am Überlegen, fahre ich jetzt mit dem Flickschreiter, aber das wäre ja irgendwie ein bisschen dumm. Ja, vielleicht werden wir jetzt auch bald mal angesprochen, von wegen, boah, ihr seht ja toll aus und so. Ja, wenn man gute Rüstung anhat, dann wird man angesprochen oft darauf, also in diesen Kommentaren, die immer so ablassen. Jetzt sagen die, wollt ihr was oder so? Und dann so. Manchmal sagen die halt, dass man gut aussieht. Ich grüße euch. Ja, wie ihr gesehen habt, das Bestechen von dem Händler hat ja richtig was gebracht. Ja. Also das war doch mal richtig gut. Empfehle ich sowieso generell, wenn ihr mit jemandem, zum Beispiel wenn ihr euch ausbilden lasst und ihr wisst, das wird jetzt was länger, dann bestecht den, weil das ist dann viel billiger für euch. Und billig ist ja nicht schlecht, würde ich sagen, ne? So. Der liebe Kriecher. Was würden wir ohne ihn machen? Sagt, was ihr braucht. Richtig, wir würden zu einem anderen Händler gehen, aber er ist der beste Händler und allein schon deswegen, dass er ein Scump ist, ist das so genial. So, ich habe jetzt hier wieder den Ort markiert, natürlich. Einfach, weil das besser ist. Wir verkaufen den Ork-Kriegshammer und den Zwergensteinkörper, den Chitin-Brustpanzer. Ein Amulett. Kaufst du nicht. Den kaufst du aber, ne? Tränke machen wir gleich. Bücher kaufst du auch nicht, ne? Kaufst du Mondzucker? Kaufst du auch nicht. Aber du kaufst Seelensteine. Und den Pokal auch, okay? Ja, Leute. Folgendes, und zwar, wir haben ja jetzt hier im Inventar noch ziemlich viel Alchemiezeug und wir haben jetzt hier noch 10 Amulette. Das heißt, ich werde jetzt offscreen den ganzen Alchemiekram machen und dann werde ich die Amulette und das Alchemiezeug verkaufen. Das lasse ich jetzt hier einfach mal offscreen laufen und danach geht es weiter mit der Zaubererstellung. Weil ich glaube, das ist sonst für euch sehr langweilig. Zwei Amulette. Egal, ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den ganzen Kram verkaufe. Ja, hallo Leute, weiter geht's. Ich habe jetzt den ganzen Kram verkauft. Wie ihr seht, ist nichts mehr drin. Wir haben jetzt ordentlich massig Gold, nämlich 47.000. So, und ich habe jetzt eben mir noch überlegt. Leute, also, wir laufen hier in der Vulkangreis-Rüstung rum. Also diese Stiefel, die kann man aber jederzeit ändern. Und da habe ich überlegt, der Stab passt nicht. Also werden wir uns auch noch einen Vulkanglasstab zulegen. Und das werden wir jetzt auch machen. Aber erstmal geht's ab nach Balmora zum lieben Ravur, die Dingens verkaufen, den restlichen Kack, den der Kriecher nicht kauft. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir uns in der Balmora Magiergilde ein paar Zauber machen. Wenn wir das gemacht haben, dann werden wir nach Telbranora gehen, weil da kann man sich einen Vulkanglasstab besorgen. Und das wird dann übrigens auch der Stab sein, mit dem wir den Rest des Spiels rumlaufen werden. Ich grüße euch. Weil, ja, ich weiß nicht, der Stab und der Ebenerzstab sind noch besser. Aber ich finde, der Vulkanglasstab sieht am coolsten aus. Ich höre euch. Und da man sowieso mit beiden Waffen gut vorankommt und wir ja auch noch Magie als Unterstützung haben,
muss das nicht unbedingt immer die beste Sache sein, weil sonst finde ich den dänischen Stab sehr hässlich. Der Ebenerzstab geht noch, aber der Vulkanglasstab ist einfach ziemlich cool. Generell sieht Vulkanglas ziemlich cool aus, finde ich. Ja, jedenfalls, das werde ich so machen, ist mir auch egal, was ihr davon haltet. Nein, den Handschuh wollte ich noch behalten. Für den Fall, dass wir mal wieder in Polagia vorbeischauen. Ihr wisst ja wieso, ne? Den Mondzucker verkaufe ich. Und dann die ganzen blöden Bücher. Das kann ich noch verkaufen. Die Mission nach Vivek. Die entschlüsselte Nachricht nicht. Die Nachricht von Holeia. Das bekritzte Pergament wollten wir mal irgendwann lesen. Die Anweisungen können wir verkaufen. Und sein Subanis Notizen auch. Ja. Ja, der hat dieses cooles Gewand an. Sieht doch gleich viel besser aus. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Wie darf ich euch helfen? Gut, dann. Sie kann Magie machen. Jo, jetzt können wir uns Sachen aussuchen. Wir nehmen jetzt erstmal Feuerschaden. Und zwar auf Ziel. Und zwar hätten wir gerne... Wir nehmen mal 15 Punkte. Und den Bereich 5 Fuß. Dazu dann Eisschaden. Nochmal dasselbe. Und auch nochmal auf den Bereich auf 5 setzen. Okay, dann jetzt, wo haben wir denn Blitzschaden? Da haben wir Blitzschaden. Und ja, weil es so schön ist, ich werde auch noch Giftschaden reinpacken. Den können wir jetzt zwar noch nicht wirken, aber der Zauber hat halt den Vorteil... Den Zauber nennen wir... Den nennen wir... Elementarkugel. Ja, wir können jetzt noch nicht wirken, wie ihr seht. Aber der Zauber hat diesen genialen Vorteil, dass dagegen keiner resistent ist, weil da alle 4 Schadensarten drin sind. Und meiner Meinung nach gibt es kein Vieh, was gegen alles resistent ist. Und ja, deswegen... Achso, ich muss gerade was trinken. Haben wir den jetzt gekauft? 800 reicht jetzt erstmal. Seid ich weiß, ich wollte eigentlich viel mehr machen, was aber... Was wünscht ihr von mir? Ich mach's ja doch nicht. Wir reisen nach Sadret Mora. Das dürfte das Beste sein. So, jetzt werdet ihr auch... Ihr kennt ja schon den Redoran-Baustil. Das waren so Häuser wie Magan. Und den Khlalu-Baustil. Das waren so Sachen wie in Balmora. Die waren ja relativ ähnlich. Und jetzt lernt ihr noch vom Fürstenhaus Telvanni... Lernt ihr jetzt auch noch die Bauweise kennen. Und all diese Dinger, die mit Tel anfangen, das sind so Telvanni-Sachen. Könnt ihr euch mal... Ach Quatsch, ich bin einen zu weit runter. Könnt ihr euch mal merken. Das hier ist jetzt noch... Nein, ich will nicht in die Kriegelde. Wo ging's denn da jetzt raus? War es doch da unten? Auf jeden Fall, ja. Na, hier. Das ist noch die kaiserliche Festung hier. Wie ich vielleicht bemerkt habe, Architektur, dann ist man hier. Das ist irgendwie falsch. Egal.